Julian Green, Leviathan. Erstes Kapitel. Als er an der schmalen Eisenbahnüberführung angekommen war, blieb er stehen und dachte nach. Weshalb mich beeilen, fragte er sich. Ich komme immer noch früh genug. Es ist sicher erst 5:30. Wenn schon, ich gehe ins Café und warte eine halbe Stunde. Und dann? Diese letzten Worte sprach er ganz laut vor sich hin und schüttelte dann verneinend den Kopf. Als sei die Antwort auf die Frage, die er sich stellte, nicht eben eine, auf die man sehr begierig ist. Einen Augenblick lang stand er mit gekrümmtem Rücken und einer Hand auf dem Eisengeländer unbeweglich da. Dann stieg er ohne Eile die Stufen hinauf und lehnte sich an die Brüstung. Von der Stelle aus, wo er sich befand, sah er den Bahnhof, einen unauffällig kleinen Ziegelbau in einer Entfernung von 300 Metern vor sich liegen und dahinter eine lange Plantanallee, die vom Bahnhof ausgehend in die Stadt hineinführte. Hier und da regte sich das Schieferdach einer bürgerlichen Villa aus den Tiefen eines mit Rasenflächen und dichten Bosketts ausgestatteten Gartens hervor. Zwei endlose Reihen von Lindenbäumen reckten sich rechts und links neben den Schienenstrang in die Höhe, als wollten sie ihn bewachen. Er ließ seine Blicke über die verschiedenen Punkte dieser Landschaft schweifen und zog dann die Uhr, die er lange mit der gespannten Miene eines Mannes betrachtete, der eine Sache tut, während er an die andere denkt. Er war noch jung, aber hatte etwas Welkes und Verbittertes an sich, wie man es öfter bei Menschen findet, deren ersten Lebensjahre von Sorgen aufgezehrt worden sind. Sein Gesicht war füllig, aber farblos, und das Fleisch so schlaff, dass man schon für später Hängebacken voraussah, und die tiefen Runzeln erriet, die gegen die 40er Jahre hin um den Mund etwas wie ein lautloses Lächeln einzeichnen würden. Seine hellen grauen Augen hefteten sich fest auf das, was sie betrachteten. Die große, fleischige Nase, die dicken Lippen deuteten auf einen Menschen von wenig Willenskraft hin, der aber auf sein Behagen und seine Gewohnheiten größten Wert legt und eine gewisse Entschlossenheit aufzubringen vermag, wenn es sie zu verteidigen gilt. Er war sorgfältig rasiert, sehr korrekt in dunkelgrau gekleidet, trug eine schwarze Krawatte und einer naiven Laune folgend in der oberen Rocktasche ein violettes Seitentüchlein, das zur Hälfte hervorsah. Ein paar Minuten stand er so reglos da, als wollte er die tiefe Stille ringsum nicht durchbrechen. Der kurze Herbstnachmittag neigte sich seinem Ende zu und der Himmel fing an, sich rosig zu färben. Schließlich richtete er sich auf, schlug mit der Miene eines Menschen, der eine Überlegung zu Ende geführt hat, auf die Eisenbahnbrüstung, setzte sich wieder in Bewegung und stieg die Treppe hinab, die auf der anderen Seite des Schienenstranges auf die Landstraße führte. Groß und von kräftiger Statur sah er aus, als schäle er sich seiner hohen Gestalt und seiner Kraft, denn er hielt den Kopf geneigt und ging ein wenig gebückt. In ständiger Bewegung rieb er die Hände aneinander und verfiel in einen genau abgezirkelten, eiligen Schritt, wie er zuweilen dem Ablauf eines völlig absorbierenden Gedankenganges entspricht, ganz als ob etwas von dem, was die Seele beherrscht, sich auf den Körper übertrüge und dessen Rhythmus bestimme. Auf diese Weise gelang er bis vor das Gittertor, einer großen, von mächtigen Bäumen eingefassten Besitzung. Eine ovale Rasenfläche breitete sich weithin zwischen gewundenen Alleen zu Füßen eines Schlösschens aus, das im Geschmack der Jahrhundertwende erbaut war. Springbrunnen, Muschelgrotten, Blumenbeete in Wappenform vollendeten den Eindruck von großem Reichtum im Dienste großer Prätensionen. Ein kleines am Tor befestigtes Emailleschild trug den schräg gestellten Lettern die beiden Wörter Mornidee. Diese Behausung, wie auch immer sie war, fesselte einen Augenblick die Aufmerksamkeit des Mannes und entlockte ihm einem Seufzer. Nur zögernd trennte er sich von ihr, kehrte wieder um und ging erneut auf die Überführung zu. Noch einmal blickte er auf die Uhr und nachdem er vorhin nicht gewusst hatte, wie er seine Zeit hinbringen solle, begann er nun von plötzlicher Furcht vor Verspätung erfasst zu laufen. Nacheinander gingen die Lampen an, als er die Hauptstraße der Stadt erreichte. Er schnaufte etwas, weil er gelaufen war, und trug trotz des ziemlich kühlen Windes seinen Hut in der Hand. Auf der Höhe der Kirche angekommen, bog er rechter Hand in eine kleine Straße ein und trat in ein Café, das einen gelben Lichtschein auf die Pflastersteine des Fahrdamms warf. Er ließ seinen Blick über die Wände des Gastraums gleiten und stellte mit Befriedigung fest, dass er allein war. Nicht einmal der Kellner war da. Ohne eine Sekunde zu zögern, setzte er sich an seinen Tisch, der halb vor einem der Fenster stand.
Sein Eintreten hatte sich so lautlos vollzogen, dass niemand ihn bemerkte. Er musste mit dem Finger auf die weiße Marmorplatte pochen, damit jemand erschien und sich um ihn kümmerte. Nun saß er vor einem schwarzen Café, dessen Geruch und Geschmack sich neben vielen anderen kleinen Dingen mit dem tristen, banalen Abenteuer vermischten, das er jetzt Woche für Woche verfolgte, und ernährte sein Gesicht der Fensterscheibe in einer Angst, die durch Gewohnheit noch nicht abgeschwächt war. Er sah zwei Läden, die auf der anderen Straßenseite dem Café gegenüber lagen. Der eine schien für ihn von gemäßigtem Interesse. Er warf nur einen flüchtigen Blick drauf. Es war eine Bäckerei, deren Schaufenster einzig von zwei langen 4 Pfund Broten eingenommen wurde, die an eine Messingstange gelehnt etwa noch eintreffenden Kunden in die Augen fallen mussten. Aber es sah nicht aus, als ob noch jemand erwartet würde, denn die Gaslampe, die von der Decke herunterhing, spendete nur einen schwachen, bläulichen Schein. Der andere Laden, der hellgrün angestrichen war, ergoss durch das Dunkel ein hartes, kräftiges Licht, das von der Straße Besitz zu ergreifen schien. Eine in großen Lettern die Eingangstür überziehende Schrift belehrte die Vorüberkommenden, dass Ernst Protz, Witwe, Wäscherin, in Klammern Koch und Feinwäsche, Inhaberin dieses Unternehmens war. Und tatsächlich boten in der Ausgangslage 5 oder 6 frisch gestärkte Herrenhemden den Blick ihre spiegelnden Oberflächen dar. Ein dichter Vorhang, der über eine Stange lief, umgab die Auslage mit seinen weißen Falten und verbarg auf diese Weise das Ladeninnere, aber ein fortgesetztes Gemurmel verriet, welcher lebhafte Verkehr in dieser Stätte herrschte. Von Zeit zu Zeit erschien plötzlich ein Kopf oberhalb des Vorhangs und jemand warf einen raschen Blick auf die Straße. Dann fuhr der Mann zusammen, als habe ihn jemand gerufen. Einmal ging die Tür der Wäscherei unerwartet auf. Er hörte eine scharfe Stimme, die schreiend etwas äußerte, dann ein Lachen, das darauf antwortete. Dieses so jäh seine Ohren treffende Geräusch erschreckte ihn. Eine plötzliche Hitze trieb ihm das Blut in die Wangen, und er presste seine Stirn mit so einer solchen Gier, das Innere des Ladens zu sehen, an die Fensterscheibe, dass alles vor seinen Augen verschwamm. Er sah nur ein Betttuch, dessen Weiß ihm grell erschien, über eine Schnur, dann einem vom Ellenbogen bis zum Handgelenk nackten Frauenarm, der die Tür beinahe sofort wieder schloss. Er gab es auf, den Laden im Auge zu behalten, und senkte den Kopf. Alle Spannung in seinem Gesicht machte jetzt eine tiefere Bitterkeit Platz, durch die er älter wirkte. Mit einem Seufzer der Müdigkeit klopfte er auf den Tisch, legte ein paar Münzen neben das halbleere Glas und stand auf. Die schwarze Wanduhr schlug 6. In diesem Augenblick tauchte der Kellner auf, ein blutarmer junger Mann mit unstetem Blick. Er schaute auf die Uhr und lächelte verständnisvoll beim Anblick des Kunden, der im Café hin und her wanderte. Es wird nicht mehr sehr lange dauern, sagte er und ließ die Geldstücke in seine Tasche gleiten. Nach 6 Uhr, 6:10 Uhr sind die Mädels nicht mehr zu halten. Der Mann drehte sich um und lehnte sich an einen Tisch. Meinen Sie, sagte er, und mit etwas heiser gezwungener Stimme setzte er hinzu. Sie kennen sie vielleicht. Ein bisschen, antwortete der Bursche lächelnd und zuckte die Achseln. Man merkt, dass der Herr noch nicht lange hier in der Gegend ist. Warum meinen Sie das? Fragte der Fremde mit missgelaunter Miene. Weil wir hier glauben, dass noch die beste von denen da nicht der Mühe wert wäre, sie ins Wasser zu schmeißen. Er lachte etwas hinterhältig, hielt aber inne, als er merkte, wie wenig Erfolg er mit seinem Späßen hatte, und fuhr in ernsthaftem, vertraulichem Ton, während er mit einem Lappen den Tisch abwischte, fort. Schade, dass der Herr so eilig hat. Ich hätte ihm einiges erzählen können. Der Mann zwang sich mit sichtlicher Mühe, etwas näher zu kommen. Nun und? Was hätten Sie mir gesagt? Der Bursche ließ sich halb auf dem Tischrand nieder. Wenn Sie sich für die Ältere interessieren, erklärte er mit forcierter Munterkeit, die Dunkle, die die Wäsche austrägt, dann rate ich Ihnen, auf der Hut zu sein. So durchtrieben und diebisch wie die ist kein... Bei diesen Worten warf er einen halben Blick durchs Fenster und bot dabei sein Gesprächspartner sein langes, tückisches, von Neugier gezeichnetes Profil dar. Und die andere? Stieß der Mann ungeduldig hervor. Die andere? Da ist nur noch eine.
außer der Inhaberin und der Kleinen, die die Wäsche austragen hilft. Sie meinen doch nicht etwa die Kleine? Fragte er, hörbar glucksend. Die Kleine? Wer spricht von der Kleinen? Weiß denn ich, wie viel da drin sind? Der Ton, in dem diese Worte vorgebracht wurden, überraschte den Burschen offenbar, denn er machte große Augen und brauchte einen Augenblick, bis er antwortete. Wenn es die andere ist, fuhr er endlich fort, das ist Angèle. Ihre Mutter ist voriges Jahr gestorben. Hier wurde er durch eine Bewegung des Mannes unterbrochen, der in diesem Augenblick jemand aus der Wäscherei heraustreten sah.